sein. Ich bin Sandra Uhlemann, Digital Manager der Dresden International University. Für die, die vielleicht nicht kennen, wir sind ein An-Institut der TU und haben hauptsächlich berufsbegleitende Studiengänge im Portfolio und Zertifikatskurse. Und auch wir mussten natürlich im letzten Jahr März mal eben all unsere Lehrveranstaltungen ins Digitale heben und haben da so einige Learnings mitgenommen. Ganz auf Deutsch schon und auch gestern erwähnt, das Thema Ablenkung und Ermüdung. Es ist einfach so, ne? Im Digitalen ist man viel schneller abgelenkt. Man guckt seine Mails an, man kriegt vielleicht mal eine Nachricht auf dem Handy. Und wenn man tatsächlich Kamera und Mikro aus hat, na ja, dann bügelt man vielleicht auch im Hintergrund noch ein bisschen, während man zuhört. Und wenn man den ganzen Tag auf den Bildschirm schaut, ist man einfach auch dann eher müde. Das ist einfach so. Und gestern habe ich wieder einen Power-Impuls-Vortrag gehört. Da hieß es, alle 7 Minuten soll man die Studierenden tatsächlich einbinden. Ich selber starte halt immer mit einer kleinen, ich will es mal Icebreaker-Sache nennen. Ganz oft verwende ich Live-Umfrage-Tools, aber das nehmen auch einige andere hier, glaube ich schon. Also Mentimeter ist sicherlich bekannt, aber es macht was mit den Leuten, wenn man erst einmal so eine kleine Auflockerungsrunde macht. Und ich verwende Mentimeter tatsächlich auch für kleine Vorstellungsrunden, wenn ich jetzt das erste Mal mit Studierenden oder Teilnehmenden in Kontakt komme. Dass man einfach dieses Soziale, was man sonst vielleicht durch dieses, dass man sich auch sieht, so in echt, dass man das so ein bisschen auch ins Digital, im Digitalen halt haben kann. Was für mich ganz, ganz wichtig ist, was ich immer wieder dazu sage, es ist eine Kleinigkeit, aber dennoch, es müssen häufiger Pausen gemacht werden. Wir haben sonst immer Doppelstunden, also 1,5 Stunden ist Lernveranstaltung und dann gibt es eine viertelstündige Pause. Im Digitalen funktioniert das so nicht. So lange kann man sich einfach auch nicht konzentrieren und man muss auch mal dann aufstehen zwischendurch. Deswegen empfehle ich halt immer, einfach öfter Pause machen und kürzere. Genau, ich bin so ein Freund von Interaktion. Das habe ich ja gerade schon angedeutet. Ne? Alle 7 Minuten muss irgendwas passieren, damit die Studierenden bei der Stange bleiben. Ich habe einerseits so einen Lieblingsmethodenkoffer. Das nennt sich Liberating Structures, für die, die es noch nicht gehört haben. Das sind kleine Mikrostrukturen, die es einem gestatten, alle Studierenden einzubeziehen. Weil wie oft kommt es vor, dass man seinen Vortrag hält und dann vielleicht eine Frage stellt und es antwortet einfach niemand oder immer die gleichen. Und man will ja alle einbeziehen. Und diese Strukturen helfen tatsächlich sehr gut dabei, alle zu beteiligen. Wer mag, wir haben eine Liberating Structures User Group Dresden gegründet im letzten Jahr, ist da auch ganz, ganz herzlich willkommen, mit uns gemeinsam diese Strukturen auszuprobieren. Ganz am Ende kommt meine E-Mail-Adresse, dann dürfen Sie mir natürlich schreiben. Interaktion und Breakout Rooms, das haben auch einige von Ihnen schon gesagt, oder wahrscheinlich alle machen das auch. Und das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Hilfsmittel, immer mal die Leute in kleinere Grüppchen zusammenzustecken, damit sie für sich Dinge austauschen können. Das simuliert auch so ein bisschen das Soziale, was wir sonst am Kaffeeautomaten haben. Ist nicht ganz das Gleiche. Aber dadurch, dass sich die Leute dann doch in kleineren Grüppchen mal so ein bisschen unterhalten können, außerhalb eines Vortrags, das glaube ich, eine ganz, ganz feine Sache. Der Karl-Heinz Pape vom Corporate Learning, von der Corporate Learning Community, vielleicht kennen einige von Ihnen den Herrn, er ist ein ganz wunderbarer Mann. Der hat jetzt als Motto oder als Slogan, gebt den Lernenden ihr Lernen zurück. Ist also auch ein Verfechter des selbstorganisierten Lernens. Das heißt, es kann ganz viel asynchron außerhalb einer tatsächlichen Lernveranstaltung passieren. Und das wissen wir ja alle, ne? Die Studierenden sind unterschiedlich. Der eine lernt gern auditiv, hört gern Podcasts. Der andere sagt sich, oh Gott, Podcast, ich kann einfach nicht gut zuhören. Andere wiederum wollen selbst ausprobieren, wollen selbst sich das anlesen. Andere wollen sich mit Leuten austauschen. Also es gibt ganz, ganz viele Lerntypen. Und es ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee, einfach gewisses Material, eine Grundfragestellung vielleicht zu geben und den Teilnehmern zu ermöglichen, asynchron außerhalb einer Lernveranstaltung selbst organisiert, also wann immer sie es wollen, wann immer es in ihren Zeit- und Mußeplan passt, selbstständig eben zu lernen. Wichtig dabei aber,
sie immer wieder auch zusammenzuführen. Und das sind dann die eigentlichen Lernveranstaltungen, also Flipped Classroom-Prinzip im Grunde. Das funktioniert ganz wunderbar bei mir selbst, merke ich das, wenn ich selber etwas lerne, dass ich immer wieder diese regelmäßigen Zusammenkünfte habe mit anderen, die mich in meinem Ziel stärken, sage ich jetzt mal. Aber das Lernen an sich passiert bei mir wirklich tatsächlich dann autonom. Soll aber nicht bedeuten, wir schaffen uns ab als Dozierende, um Himmels Willen. So soll es auch nicht sein. Wir sind aber dann vielleicht eher Lernbegleiterinnen. Was ich ganz persönlich total ins Herz geschlossen habe, sind digitale Whiteboards. Es sind ja auch einige schon genannt worden. Ich selber arbeite mit Moral, was einfach daran liegt, dass es mir als erstes über den Weg gelaufen ist. Miro und Conceptboard und was es nicht alles gibt, die sind alle ganz wunderbar. Ich habe, wie gesagt, Moral für mich entdeckt und baue quasi tatsächlich so eine Art Lernreise für die Teilnehmenden. Ich mache zwar eher Workshops, die kürzer sind als jetzt lange Lernveranstaltungen, aber prinzipiell ist es vielleicht ein bisschen ähnlich. Und wenn Sie es erkennen können, hier oben auf dem Bild, habe ich so ein Template mir gebaut, das dem Austausch ganz förderlich ist. Also dann mit den zwei Regalen, das ist eine kleine Bücherecke, wo Studierende tatsächlich Buchempfehlungen reinpacken können ins Regal. Auf der blauen Area kann man Links hinterlegen, rosa sind Podcasts zum Beispiel. Also es sind nur Ideen. Und ich habe dann halt quasi diese obere Zeile sozusagen, die bleibt starr stehen. Und dann kommen halt die Wochen darunter, die man sich so trifft. Oder die Themen, die man so bearbeitet. Und die kann man sich dann eben auch schön aufbauen. Hier fange ich halt immer mit einem Ablauf an und mit den Themen, die ich bearbeiten möchte. Und am Ende ist dann halt immer noch eine Art Debriefing. Eine für mich sehr, sehr wichtige Sache, dass man immer noch mal schaut, was war gut, was kann man noch besser machen. Und da frage ich auch genau so, was war gut, was können wir besser machen und nicht, was war schlecht, weil ich wirklich versuche, so ein bisschen positiv und wertschätzend abzufragen, was ich tatsächlich noch verbessern kann. Und wenn ich das kontinuierlich mache, lerne ja auch ich was dabei. Finde ich also richtig wichtig und richtig klasse. Und wie man sieht, ich bin ein Fan bunter Farben und glaube auch, dass das den Studierenden ganz Spaß macht. Also zumindest ist bisher ganz, ganz viel positives Feedback auf mich da niedergeprasselt. Wir arbeiten im Allgemeinen eigentlich mit, also nicht nur eigentlich, wir arbeiten mit Office 365, hauptsächlich Teams und Co. in unseren Lernveranstaltungen. Das heißt, dieses Kollaborationstool Teams, da kann man ganz viele Apps andocken für diejenigen, die ja sich da noch nicht so weit mit befasst haben und kann ganz, ganz viele Sachen machen. Tatsächlich gründen wir quasi ein Team mit den Studierenden jeweils. Studierende und Dozierende sind in einem Team, können sich dort austauschen, sie können Dokumente austauschen, sie können gemeinsam an Dokumenten arbeiten, sie können dort Besprechungen starten und sich unterhalten, sie können Fragestellungen in den Raum stellen, sie können Apps anbinden, wie zum Beispiel Umfrage-Apps, also da gibt es von Microsoft ja dieses Forms. Man kann ein Notizbuch anbauen, man kann einen Planner anbauen, also die Möglichkeiten sind fast grenzenlos, es ist wunderbar. Also wir haben das alle sehr, sehr lieben gelernt, benutzen es auch nicht nur im Lernkontext, sondern tatsächlich auch für unsere Kommunikation. Jetzt im Homeoffice, wir sehen uns ja auch alle nicht so oft. Ich versuche, wir kommunizieren fast ausschließlich nur noch über Teams. Und das funktioniert ganz gut. Und auch da, also, wenn Sie dazu Fragen haben, stehen wir gern zur Verfügung, weil wir finden das wirklich richtig klasse. Hybrid. Hybrid ist so ein Thema für sich, eine ganz schwierige Sache. Wie man jetzt schon merkt, das ist ja eine hybride Veranstaltung. Ich bin aber irgendwie gefühlt ganz alleine hier und spreche in den luftleeren Raum. Das ist für mich jetzt als Sprecher relativ anstrengend. Ich weiß gar nicht, ob mich jetzt irgendjemand hört oder sieht. Ich habe dieses Feedback jetzt gerade nicht. Ich hoffe aber, dass Sie mich hören und sehen. Und so ist es für uns halt auch eine totale Herausforderung, ne? Alle gleichermaßen einzubeziehen. Also eine gute hybride Lernveranstaltung muss sicherstellen, dass sowohl die, die hinter mir quasi digital irgendwie zugeschaltet sind und auch die, die vor mir sitzen, alle gleichermaßen dabei sein können. Und ich bin so ein bisschen dafür, dann eher das Digitale auch ins Analoge zu holen und tatsächlich Endgeräte, so ähnlich wie hier auf dem Bild, das abgebildet ist, zur Verfügung zu stellen,
damit zum Beispiel solche Live-Umfragen eben dann eben digital passieren können oder die Arbeit am digitalen Whiteboard tatsächlich digital auch passiert. Aber die Leute, die eben analog da sein können und wollen, haben auch die Möglichkeit, sich darüber hinaus auszutauschen und sehen sich auch. Also schlägt man für mich gerade zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich glaube, einfach nur noch eine zweite Kamera und ein zweites Mikro aufzustellen, ist dann halt doch nicht so der Weisheit letzter Schluss. Aber ich erzähle dir mal noch ein bisschen was über unseren Deo-Talk. Und zwar haben wir für unsere Dozierenden ein Format kreiert. Inzwischen haben wir den 11. Deo-Talk gestern gehabt, dass wir uns 14-tägig tatsächlich donnerstags für eine Stunde treffen und uns zu Dingen im digitalen Lernbereich austauschen. Gestern haben wir Stuhlübungen gemacht. Das war sehr, sehr schön. Und ich möchte Sie natürlich alle auch herzlich einladen, wenn Sie Lust haben, entweder eigene Methoden oder Tools vorzustellen oder einfach mal reinzuhorchen, gerne auch mit dazu zu kommen. Weil wir so für uns festgestellt haben, Wissen teilen sollte eben tatsächlich auch Kultur sein, dass wir unser Wissen nicht für uns behalten, sondern tatsächlich das mit anderen teilen und dann eben voneinander, miteinander und füreinander lernen können. Meine E-Mail-Adresse steht hier auch nochmal. Wir haben auch festgestellt, dass manche Sachen ein bisschen länger dauern. Deswegen haben wir noch den DioTalk Deep Dive ins Leben gerufen, eine Workshop-Reihe. Da haben wir mal 2 Stunden Zeit, uns Tools anzuschauen gemeinsam. Und das kommt, glaube ich, auch ganz gut an, sodass wir halt diesen permanenten Austausch nicht nur für die Studierenden immer initiieren, sondern eben auch für uns, dass wir uns auch weiterentwickeln können gemeinsam.